Hallöchen, liebe YouTuber, und willkommen zur nächsten Episode des Countdowns zu Garden Warfare 2. Wir sind, glaube ich, inzwischen bei Folge 10. Nein, ich korrigiere, wir sind bei Folge 8. Tut mir leid. Nichtsdestotrotz gibt es etwas zu feiern, und zwar Rang 100. Ich bin endlich in die dreistellige Zahl gekommen. Heißt, ich habe es geschafft. Oder habe ich geschafft? Ich habe es geschafft, die Rang 100 zu erreichen, und mache deshalb einmal ein deppertes Pack auf für die 10.000. Und hoffe auf Sternüberspringer, genau. Drei Stück. Hätte fast nicht besser kommen können, außer die Muffin. So. Wir machen uns auf in die nächste Runde. Und ich hoffe jetzt, dass ich in dieser Runde die Chance habe, zu den Zombies rüber zu wechseln, denn ich müsste die Pflanzen spielen. Warum ich zu den Zombies will, das zeige ich euch gleich. Kurz noch, wir sehen hier den Ladebildschirm. Den sehr spannenden und interessanten Ladebildschirm, den jeder Mensch liebt und kein Mensch verachtet. So, leider kann ich jetzt noch nicht wechseln. Das andere Team scheint voll zu sein. Blöderweise. Dann mache ich jetzt sogar mal eine Ausnahme. Eigentlich mache ich es immer beim All-Star. Diesmal wähle ich aber die Erbsenkanone. Nein, ich will das gar nicht. Aber wisst ihr was? Ich gehe kurz aus dem Spiel raus und versuche danach dein Team zu wechseln. Doch, ach, jetzt hat es funktioniert. Okay, super. Okay. Nein, wie gesagt, nachdem ich eine bestimmte Anzahl an Leveln erreicht habe, tue ich die restlichen Level, die ich pro Tag machen möchte, auffüllen mit Sternüberspringer. Heißt, ich habe heute mein Ziel gehabt, von 96 auf 102 zu kommen. Habe jetzt 4 Charaktere gelevelt und bin auf Rang 100. Somit fehlen mir noch 2 Level. Diese letzten 2 Level mache ich beim All-Star. Man sieht oben rechts so schön, da steht drauf, nächstes Level, 15 Sterne. Und wie man unten rechts sehen kann, ich habe 37 Sternüberspringer. Also kann ich ihn 2 Level hochbringen, was mich auf die 102 bringt, die ich erreichen wollte. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Man beachte hierbei den Dauerfluss von Herausforderung gemeistert. Das wird jetzt auch während des Spiels eine Weile so gehen. Denn mir wird auch jedes Mal angezeigt, was ich jetzt erneut erreichen muss. Und die Sachen habe ich dann trotzdem schon geschafft. Dazu kommt noch, dass dann angezeigt wird, dass ich jetzt noch höher bin. Und welches Level ich mit dem All-Star bin. Dass ich jetzt 10.000 plus Münzen bekomme beim All-Star, weil ich ihn ja gerade gelevelt habe. So. Allerdings bekomme ich die 10.000 Münzen erst am Ende der Runde. Also, nein, nicht wirklich beenden. Ich spiele den... Nein, ich brauche den Chemiker. Genau. Dann mache ich hier bei dem Chemiker mal kurz weiter. So. Also wie gesagt, ihr seht, die Herausforderungen, die schießen da unten nur so raus. Es könnte jetzt ein bisschen gehen, aber ich denke mal nicht allzu lange. So, jetzt haben wir gleich den ersten Garten eingenommen. Soll mir recht sein, denn ich brauche jetzt für meine Herausforderung. Oh, nein! Ah, habe es doch nicht geschafft. Nein, einer meiner Herausforderungen ist, erobere 5 Ziele in Gärten und Friedhöfe. All-Star erreicht Level 18. 10.000 Münzen verdient. All-Star erreicht Level 19. Weitere 10.000 Münzen verdient. Und Rang 102. Woo! Ich finde das so toll, dass ich in der dreistelligen Zahl bin. Ich hätte mir das früher nie gedacht.
Aber ich habe früher auch wirklich versucht, jede einzelne Herausforderung zu schaffen, ohne Sternüberspringer. Da ich immer diese Charakterpacks gekauft habe für 40.000. Und die Packs haben zwar Charaktersticker für weitere Varianten der Charaktere, beziehungsweise für Kostüme, je nachdem, wie man es nennen möchte. Allerdings ist da zu 100% kein Sternüberspringer drin. Und es ist zudem, wie gesagt, das teuerste Pack für die 40.000 Münzen. Und das ist einfach jetzt etwas doof gelaufen. So. Was? 300 Treffer mit Baseball? Ach so, ja, nein, bringt mir ja nichts. Das sind jetzt ja die Herausforderungen beim Outstar, die angezeigt werden. So, einen Großteil davon habe ich eh schon gemacht, weil ich die alle übersprungen hatte. Deswegen ignorieren wir einfach mal die Herausforderungen, die unten auf dem Bildschirm zu sehen sind. Eine Sonnenblume, Hilfe, 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 Hilfe. Ja, den habe ich gebraucht. Hilfe, Heilung. So, ach nee, jetzt muss es kaputt gehen, warum? Nein, auch nur nachladen. Ah, man bin ich schlecht gerade. Okay, gut. Ich sollte mal versuchen, die 10 Zombies dabei zu beschwören. Jo. Nein, also die jetzige Aufnahme geht voraussichtlich bis zum Ende des Videos. Ich werde mal ganz kurz zwischendurch abbrechen, da die Aufnahmen der PlayStation 4 leider nur bis zu 14 Minuten reichen. Nachstande. So, oh, ich hab's doch geschafft, oder? Ja, aber mein Kill. Genau. Nein, also wie gesagt, ich werde es irgendwann kurz mittendrin pausieren, denn die Runde geht wahrscheinlich länger als 15 Minuten. Und ich möchte euch ja die ganze Runde zeigen. Denn was uns hier auch noch interessiert, ist das Ergebnis. Warum, das erkläre ich euch nachher. Schande. Schande, Schande, Schande. Ah, vielleicht brauche ich das Video gar nicht pausieren, wenn wir hier jetzt gar nicht weiterkommen und verlieren. Ja, dann reicht die Zeit auch so. Ach Gott, was hat der gemacht? Der hat mir meinen Weg zu blockiert. Ah, nee, ich kann durchlaufen. So. Gehen wir mal hier rum. Ah, warte, warte, beschwören. Einbeschwört. Nein, das wollte ich machen. Ach, du bist doch so ein Dupperle. Ein Dupperle. Ich wollte jetzt nicht Idiot sagen. Ich dachte, Dupperle klingt vielleicht ein bisschen süßer und nicht ganz so böse. Egal. So, nein, 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 nicht ohne mich, nicht ohne mich, nicht ohne mich. Ah! Ja, geschafft. Punkt für mich. Oh, der ist schon besiegt. Schande. Also ich finde immer, wenn man eine Jade-Kaktee sieht, die dann ein Tattoo am ganzen Körper hat, dann sieht das Grüne oben aus wie ein Mantel. Als ob die so eine Jacke tragen würde. Finde ich eigentlich ganz cool. So. Ne, also jetzt, nachdem ich Rang 100 erreicht habe, würde mich auch mal persönlich interessieren, was ist euer Level momentan? Wie gesagt, seid ihr denn auch interessiert an dem legendären Einhornschnapper? Oder interessiert er euch eher weniger? Wie sieht's aus mit Garden Warfare 2? Freut euch auch darauf? Oder habt ihr überhaupt mitbekommen, dass es bald rauskommt? Erscheint tut es am 25. Februar. Aber ich denke mal, inzwischen müsst ihr es eh mitbekommen haben, da die Videos alle betitelt sind mit Countdown zu Garden Warfare 2. Nein, nicht nachladen. Oh, heiliges bisschen, ich hab's überlebt. Och du heiliges bisschen, wo ist die Sonnenblume? Ach da. Die gehen wir mal kurz überraschen. Warte mal kurz und da geht's. Überraschung. Nein!
Ich glaube, ich sterbe gleich. Nein, ich habe es überlebt. Oh, ich habe gerade echt eine Serie am Laufen. Heiliges bisschen bin ich gerade gut. So, warte mal, machen wir ganz kurz den hier. Die Heilung, 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 Heilung. So, mal gucken, ob ich meine Serie gerade noch verbessern kann. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich mag Drohnen nicht. Die Drohnen, die kriegen mich blöderweise immer. Raummantel und wiederbeleben. So. Also für diejenigen, die es brauchen, ein Braunmantel-Zombie ist der erste Zombie bei der Beschwörung. Also der Standard-Zombie, der einfachste, der billigste Zombie. So, uhu, ich bin entkommen. Mann, läuft's bei mir gerade gut, das gibt's ja gar nicht. So, falls wir es schaffen, diesen Punkt noch einzunehmen, dann werde ich nach dem Punkt hier ganz kurz das Video unterbrechen. Damit ist meine Aufnahme nicht mittendrin beendet. Das wäre echt, naja, unerwartet und ungewollt. Und dann werde ich danach die Aufnahme wieder weitermachen. Nein! Ich hatte jetzt eine 10er Abschlussserie. Vermaledeit. Okay, also wir haben den Garten eingenommen. Ich habe eine 10er Abschlussserie. Leider wurde sie unterbrochen. Kann man nichts machen. Trotzdem, 10 ist gut. Kann man nicht sagen. Und ich werde hier das Video kurz unterbrechen. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Unterbrechung von 2 Sekunden. Bis gleich. So, Hallöchen, da sind wir wieder nach dieser ganz kurzen Unterbrechung beziehungsweise nach dem Szenenwechsel. Und wir sind gerade immer noch dabei, den Versuch zu starten, das Ergebnisbildschirm zu sehen, nachdem wir am Anfang so viele Steinübersprünge benutzt hatten. Eigentlich kann ich es auch gleich kurz sagen. Nachdem man ein Level schafft, über Level 10, bekommt man ja 10.000 Münzen. Diese Münzen bekommt man aber leider witzig, oder was heißt leider, ich finde eigentlich schon fast witzig, erst am Ende der Runde. Heißt, für alles, was ich hier jetzt mache, bekomme ich meine normalen Punkte. Ja! Nein, ich meine Kill. Ah, ich hab's gebraucht. Und das Geld wird am Ende der Punkte dazu gerechnet. Heißt, wenn wir jetzt das Spiel beenden würden, würde ich bekommen, wo steht's denn? 5245 Münzen. Plus 20.000, da ich 2 Level hochgekommen bin mit dem All-Star und jedes Level mir 10.000 Münzen gibt. Und 25.000 Münzen wäre eigentlich auch eine gute Menge, kann man sich auch nicht beschweren. Cool, ich habe den im Flug abgeschossen, aber hat ihn nicht getötet. Wäre auch zu witzig gewesen. Wo gehst du weg, ist meins. Alles erledigt. Und was kommt jetzt? Wir leben bei 15 Teamkameraden wieder. Ja gut, es ist eine Aufgabe, die einem Heiler zuteil ist. Also ja, machbar einfach zu machen mit dem Heiler, genau. Gibt es irgendeinen, der gerade eine Heilung braucht? Oder Wiederbelebung? Irgendwie nicht, nee. Stirb, Sonnenblume. Was? Vorlage. Der war direkt vor mir. Warum machst du eine Vorlage? Ah, Menno. So, wer eine Heilung braucht, kann herkommen. Oh Gott, da ist einer. Bleib stehen. Spieler besiegt. Huch, wer schießt auf mich? Wer hat auf mich geschossen? Da war doch jemand. Sag mal, spinne ich? Ich kann doch nicht einfach irgendwie Leben aus dem Nichts verlieren. Wo? Da! Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Da oben. Ach, warum ging das nicht vorher? Warum ist der da oben? Das ist doch doof. Egal, ignorieren wir den, gehen zum nächsten Punkt. Muss ich auch irgendwie einnehmen.
Ach, Menno, ja, ich wollte jetzt auch nur die Wiederbelebung hinbekommen. Also ich versuche schon so gut ich kann, hauptsächlich auf die Herausforderung zu spielen, damit ich schneller hochleveln kann. Wie man sieht, klappt es aber leider nicht immer. Oh, Schnapper! Komm schon, Bildschirm, warum brauchst du so lange? Ja, nein! Okay. Ich glaube, ich bin gerade bei diesem Teleport überhaupt keinen Millimeter vorangekommen. Ihr könnt mich aber auch gerne in den Kommentaren korrigieren, falls ich da falsch liege. Aber, nein. Also, nein. Das sah einfach aus, als ob ich wirklich gar nicht nach vorne gekommen bin. So. Okay. Mann, ich kann es echt nicht erwarten, gar nur auf der Zeit zu spielen. Ah, und ich kann es noch weniger. Ah, nein. Und ich kann meine Freude noch weniger zurückhalten bei dem legendären Einhornschnapper. Der legendäre Einhornschnapper ist mir eigentlich bei weitem wichtiger als die neuen Klassen. Also die sechs neuen Klassen, die werde ich wahrscheinlich weniger spielen als der legendäre Einhornschnapper. Weil er legendär ist. Nein! So, ein bisschen heilen hier erstmal, bevor hier ein Gegner vorbeikommt, sonst habe ich gleich ein Problem. Wäre den Garten einnehmen, aber nicht dabei sterben, das wäre furchtbar. Weil dann kann ich die Herausforderung nicht beenden. Ja, erzähl ich mir. Oh Gott, weg hier! Ha, ich hab's doch geschafft. So, was ist jetzt die neue Aufgabe? Ich war hier gerade so sehr in Panik geschrieben. Mal ganz kurz gucken. Beschädige 10 Pflanzen mit exklusiven Haftkugeln in einer Sitzung. Okay. Nur gut, beschädigen geht ja eigentlich. Oh, wie zum Beispiel ihn hier. Das hat nicht so ganz funktioniert. Boah! Irgendwie habe ich eine Sekunde zu spät gemerkt, dass da Kartoffelminen stehen. Schande über mich. So, wir haben jetzt die letzten 4 Minuten des Spiels. Genau. So, und wir werden jetzt mal gucken, ob wir noch eine weitere Herausforderung schaffen in diesen 4 Minuten. Es wäre wunderschön. Was haben wir denn? Ja, genau, 5 Schnapper mit Messbecherkanone. Ja, doch, das müsste machbar sein. Ist ja nur noch ein Schnapper. Wo? Ach, das ist ein Mitspieler. Ich dachte gerade, da steht plötzlich ein Schnapper neben mir. Aber ob Schnapper oder Fußsoldat-Zombie, die sehen alle gleich hässlich aus, also. Oh mein Gott. Von, ach, da vorne. Oh ja, da snappt er uns von da hinten einfach durch die Scheibe durch, als ob da nichts wäre. Ja, glaube ich denn. Ich glaube, ich muss den zeigen, wo hier der Teleporter hängt, du. Ich meine, klar, Wissenschaftler hat keine Nägel. Also kann ich definitiv nicht zeigen, wo der Nagel hängt. So, einmal hoch. Ih, die greift mich an, ist ja eklig. So, die Runde werden wir gewinnen. Ich weigere mich jetzt zu verlieren. Blumskulo Zombie zum Angriff. Wow! Ah, ich habe gerade nach hinten gedrückt. Ich wollte gerade zurückgehen und den kaputt schießen. Ah, ne, aber Pak Choi ist eigentlich eine gute Wahl zur Abwehr. Gerade in dem Raum da drin.
Oh, ja gut. Wieder ein Teleport, der irgendwie nicht so funktioniert hat, aber... Ach, die stehen alle da oben drauf. Ja, jetzt du... Oh, ich glaube, ich habe zwei Stück beschädigt bisher, so wie es aussieht. Aber so oft kann ich meine Haftkugel gar nicht einsetzen, dass ich 10 Stück hinbekomme. Also nicht mehr in der Runde hier. Sei denn, die Pflanzen stehen alle auf einem Haufen und ich treffe die damit. Es wäre ein schöner Wunder, ein schönes Wunder, was man beobachten könnte. So. Nee, ja, ich bin jetzt bei 4 und ich schaffe keine 6 mehr. Apropos, ich habe überhaupt kein Schnapper mehr gesehen. Haben die jetzt den Schnapper gewechselt, dass da keiner mehr Schnapper spielt? Das würde ich jetzt eigentlich blöd finden. Weil ich brauche nur noch einen einzigen Schnapper. Dadurch glaube ich jetzt auf Schnappersuche. Alle anderen Herausforderungen haben jetzt eigentlich keinen wirklichen Sinn. Die noch zu groß zu artig zu versuchen. Schnapper, 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 Schnapper. Nee, ich habe jetzt echt keinen mehr gefunden. Ich glaube sie nicht. Ist echt gemein. So. So, jetzt haben wir hier gesehen, Münzen insgesamt 32.000. Heißt, wir haben 12.000 verdient, oder wo ist mein Name? Doch, genau hier, an meinem Namen. Wir haben 12.855 verdient, plus die 20.000, da ich mit dem All-Star 2 Level hochgekommen bin, durch Überspringer. So, heißt, ich kann jetzt ganz gemütlich die 8, kann ich jetzt ganz gemütlich 8 Packs öffnen. Das werde ich auch machen, aber nicht beim Warten, sonst stehe ich unter Zeitdruck mit den 40 Sekunden. Und ich werde wahrscheinlich etwas mehr als 40 Sekunden brauchen. So, der Grund, warum ich das jetzt auch noch zeige, das ist mein normales Verfahren. Ich tue also für jedes Level, das ich hochlevel von den 6 Levels, tue ich einfach mal die 10.000 Münzen behalten. Also die gebe ich einfach nicht aus. Heißt, ich hatte jetzt 4 Level, wo ich hochgelevelt bin. Das sind an sich schon 40.000. Dann die 20.000 vom All-Star, wo ich hochgelevelt bin. Das macht 60.000. Und plus 20.000, da ich gerade eben 12.000 verdient hatte. Und davor, glaube ich, auch fast 10.000 hatte. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich jetzt 80.000 zum Ausgeben. Und die werde ich schön ausgeben. In der Hoffnung, dass ich jetzt Bonus-Herausforderungsüberspringer bekomme. So. Pack Nummer 1, was kommt denn hier raus? Gleich 2 beim Start. Also ich wäre überglücklich, solange in jedem Pack Sterneüberspringer drin sind und alles mehr als nur einmal. Weil es kommt häufig bei mir vor, dass ich nur eins rausbekomme. Ja, 3! Streifen. Cool. Waffendesign für meinen Chemiker. Okay, und weiter geht's. Oh, wieder 3. Ich dachte gerade schon, ich krieg keine mehr. Oh, habe ich Glück gehabt. So, und nochmal. Nein, das war jetzt ein Pack ohne. Okay, also wir haben bisher 4 Packs geöffnet. In diesem einen Pack waren jetzt keine drinne. Ansonsten hatten wir immer Bonusüberspringer. Mal gucken, wie es bei den nächsten 4 aussieht. In der zweiten Hälfte. Also am Anfang unserer zweiten Hälfte sind wieder 2 Sterne Überspringer, wie im vorherigen auch schon.
Und wieder zwei Sternüberspringer. Wobei ich glaube, vorhin hatten wir drei. Bei der zweiten Packung. Egal. So, jetzt kommt die dritte Packung der zweiten Hälfte. Ah, hier ist mal drei. So. Und wenn die Packung die gleiche ist wie in der ersten Hälfte, dann ist diese Packung wieder ohne Sternüberspringer. Aber ich hoffe mal nicht. Aha, sogar drei Stück. Voll gut, voll gut. Verbesserte Farbdämpfe. Ach, für den Maler. Ja, okay, für den Ingenieur, genau. Der Maler ist eine Variante des Ingenieurs. So, und ich hatte hier jetzt nochmal drei Sternüberspringer. Super duper. So. Und einfach zu dem Monstration gehen wir noch ganz kurz in den Gartenkommandomodus. Gehen auf Spiel erstellen, machen es privat und ich klicke auf Ich bin bereit. So, wir können jetzt dann auf diese Art und Weise ganz kurz nachgucken, wie viel wir jetzt bekommen haben an Sternüberspringern. So, okay. Jetzt zu dem Grande Finale. Wir haben unten rechts 25 Sternüberspringer. Heißt, ich habe ca. 17 Stück bekommen. Grob geschätzt. Ich weiß nicht, wie viel ich davor hatte. Oder wie viel ich genau hatte. So. Also. Und wie gesagt, bis ich jetzt wieder für meine nächsten 6 Level 3 Charaktere hochgelevelt habe, müsste ich sehr wahrscheinlich bis dahin auf die 45 Sternüberspringer kommen. Dann kann ich den All-Star wieder 3 Level hochziehen. Und bin somit wieder 6 Level hoch. Das Video heute war ein etwas längeres. Ich hoffe, es hat euch auch trotz allem gefallen, beziehungsweise ich hoffe, es hat euch mehr gefallen, weil ich jetzt ein bisschen mehr Zeit investiert habe für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Video, sprich morgen wieder. Und dann, naja, ich würde gerne feiern, aber ja, feiert mit mir. Ach, wie wir gerade schon dabei sind. Machen wir einfach die Metallblume. Was hat die denn? Ah ja, da ist ja alles drauf. Hier, super, Metallblume. Juhu, feiern, Level 100, Level 100. Juhu, Level 100. Juhu. Was kann die noch? Mal gucken. Party, Party. Seitwärts. Wow, ja. Level 100. Okay, also man sieht sich. Bis morgen und noch ein letztes.